Hallo liebe Gamers Global User, willkommen zu diesem Spezialvideo. Und zwar habt ihr in kürzester Zeit in unserer Weihnachtsaktion 2019, zum Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, mein Nemesis-Video freigeschaltet mit Getting Over It with Bennett Foddy und das vom lieben Dennis zu Star Wars Jedi Fallen Order im höchsten Schwierigkeitsgrad. Dafür vielen, vielen Dank. Auch wenn ich jetzt Getting Over It with Bennett Foddy spielen darf. Bennett Foddy, der hat ja schon andere Spiele gemacht, wie Quop. Die eins immer gemeinsam haben, ist es schwer, sich zu bewegen. Unnötig schwer. Oh, ich habe so ein kleines Quop-Trauma. Ich habe das versucht, wirklich zu schaffen, diesen Marathon, diesen Sprinter ohne Knochen da durchs Ziel zu boxieren und angefangen mit dem zu reden, weil ich irgendwie Stockholm-Syndrom hatte. Und, aber ja, Getting Over It. Was kann mir das schon? Ein Spiel, was gemacht ist, um Leute zum Scheitern zu bringen. Ich habe hier meinen schönen Kamillentee. In meinem Kopf läuft auf Endlosschleife der Frühling aus Vivaldis Vier Jahreszeiten. Ich werde mich nicht aufregen. Das ist meine Nemesis, aber ich werde mich nicht aufregen. Also, genug der Vorrede. Starten wir ein neues Spiel. Jo, was haben wir denn da? Es wackelt. Wer kennt das nicht? Man wacht in seinem Topf auf und denkt sich mit seinem Hammer, jawohl, heute gehe ich wandern. So, ich steuere das mit der Maus und bringe jetzt diesen völlig normalen Gesellen durch die Welt. Oh mein Gott. Man kann es benutzen, genau wie so ein Pogo-Stab. Und wie so ein Haken, um sich durch die Welt zu ziehen. Ach, so kommt man auf Bäume rauf. Ach, meine ganze Kindheit verschwendet. Es wäre so einfach gewesen. Wartet. Und nein. Und das ist der Anfang. Das ist ja noch der Anfang. Ich lerne jetzt einfach, wie es besser geht. So ganz langsam. Jawohl. Oh, Erfolgserlebnisse, seht ihr es? Jetzt ziehe ich mich hier hoch oder auch nicht. Hm? No ja. More intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have. Jetzt kriege ich Lebensweisheiten von Bennett Foddy, wie schwer es ist, von vorne anzufangen. Also nicht nett. Erzähl keine Romane, Foddy. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. Nein, ich habe meinen Kamillentee, Foddy. Es ist nicht zu viel für mich. Ich habe auch nicht mir heute einen neuen Pulli angezogen und direkt dreckig gemacht. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always. Even your mistakes. Ah, warum kann ich eigentlich... Ich habe doch einen Hammer, Leute, ne? Ich müsste so lange rein hämmern, bis es mir nicht mehr den Weg blockiert. Puh. Ja, jetzt bin ich ja nur ein paar Meter zurückgesprungen. Alles gut. Und nun vielleicht nur ein wenig. Oder ich hänge mich so an dem Hammer und ja! Jawohl! Haha! Ah, weiß gar nicht. Es ist doch super. Top-Spiel. Nein. The author of that game was Jazor, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B-games. And the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Ja, ich falle nicht, Foddy. Ich falle nicht. Ich... Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. Danke, Foddy. Nein. Ich heb mich hoch an manchen Stellen und an anderen ziehe ich mich hoch. So, hier sind wir wieder. Hier hat mir Foddy erklärt, dass er quasi ein Trash-Spiel gefunden hat und es nachgebaut hat, plagiiert quasi, sein Plagiat noch glorifiziert, indem er sagt, es ist eine Metapher. Ha. Nein. Sorry about that. Ich glaube es dir nicht, Foddy. Ich glaube es nicht, dass es dir leid tut. Genau, an Kanten hochziehen, um zu springen, ist natürlich... Haha!
auch eine Möglichkeit. Ich hab's verstanden. Es regen sich nur alle auf, weil man dieses Spiel eigentlich meditieren muss. You're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them. Der lenkt mich nur ab, der will Hirnkapazität für philosophischen Mambo-Jumbo mir belegen. Nein. So, und jetzt einfach ganz normal hoch und fest und nicht dahin. Nein, nein, da schieße ich mich nur runter. Jetzt ist es so, jetzt könnte ich mich ganz leicht hier zum Anfang zurückkatapultieren, aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Nein. Was ist das für ein Mist? Welcher neue Wahnsinn ist dies? Mir hier mit schöner Jazzmusik zu erklären, warum dieses Spiel gerade mich fertig macht. Es hat auch was Diabolisches. Eigentlich müssten seine Bizepse doppelt so groß sein wie sein Kopf. Vom Kesselmann. Ja, komm, jetzt kannst du dich gerade reinheben und jetzt holen wir aus. Seid ihr bereit? Ich hole aus und ich werde nicht über diesen linken Felsen ganz nach unten segeln oder wie weit auch immer. Vielleicht noch einen Punkt hinter dem eigentlichen Anfang. Ruhig. Ich ziehe mich einfach hin. Genau. Hopp. Es ist ja entspannt, oder? Nicht vom Fleck zu kommen. Immer nur zurück und nicht vorwärts. Dann weiß man, woran man ist. So, jetzt schmeißt er sich hoch und stößt sich ab von der Lampe, natürlich. Halt dich doch an der Lampe fest. Und kann ich mich, warte, so einfach hochschleifen. Ich trotze der Gefahr. Wenn ich es hinkriege, trotze ich der Gefahr und versuche mich. Nein! Oh, it happened again. Keep on trying. Don't let it get to you. Ja. Ich hab ehrlich gesagt komplett vergessen, wie ich das hier gemacht habe inzwischen. Es gibt so nicht richtig die Lernkurve hier. Nein. Manchmal haut er halt mit dem Hammer rein, statt. Oh ja, witzig, Foddy. Es tut dir so leid. Der Hohn obendrauf mit seinem Gejodel hier, das ist unfassbar. Oben. Aber das kennt ihr doch auch, oder? Wenn ihr mal an einem Spiel hängt, an einer Stelle. Und dann seid ihr dorthin gewesen, wieder an die Stelle, am Boss oder so, ein paar Mal. Und ich hab's immer bis in die dritte Phase geschafft. Und denkt, jetzt schaffe ich's beim nächsten Mal. Und kommt nicht mehr über die erste Stufe, nicht mehr über die erste Phase rüber. Was vorher überhaupt kein Problem war, wird plötzlich zum Hindernis. Wie stelle ich's am geschicktesten an? Ach, dieser verschissen schmale Gang. Aber hier, diese selben 2-3 Zentimeter jedes Mal sich wieder ranzuziehen an diesen Stollen, es ist unbeschreiblich. Ich ziehe mich hier an der Wand hoch. Genau, so. Jetzt nochmal. Und jetzt so. Oh, warum er ja manchmal runterrutscht von diesem Stein und manchmal nicht. Oh, die Venen in meiner Maushand tun mir weh. mein Körper ist so viel Abneigung nicht gewohnt. Warte.
So. So, er zieht sich ja jetzt die Wand hoch. Ja. Jetzt kein Mist bauen. Oh ja. Und Glück auf. Ja. Und da. Und hier. Das ist ein Baum. Er fängt mich. Zieh dich hoch. Zieh dich richtig. Ja, genau. Na, nein! The soul would have no rainbow, had the eyes no tears. John Vance Cheney. Wieso war der. Wieso? Tee, alles gut, ich reg mich nicht auf. Ich reg mich nicht auf. Der Baum war nur im Hintergrund. Natürlich. Natürlich. Ist ja ganz anders als dieser Baum. Also, er ist ja wirklich anders als dieser Baum, den ich gesehen habe, zuletzt vor einer Viertelstunde oder so, wo auf diesem riesigen You need the escape key, Müllhaufen. you need to change the mouse sensitivity. You Ja. cannot now believe that you will ever feel better. But this is not true. You're sure to be happy again. And knowing this, truly believing it, will make you less miserable now. Abraham Lincoln. Aber Abraham Lincoln hat auch gesagt, man soll nicht jedes Zitat glauben, was man im Internet findet. Ah. Oh. Ja, streu Salz in die Wunde. Ich frage mich, ob Bennett Foddy noch lebt. Also, falls auf seiner Webseite so seine Adresse steht. So, das ist die letzte Gülle. Also, er tütscht ein bisschen an diese Wand an. Und schiebt sich direkt ein paar Meter zurück. Jetzt steht er und jetzt beginnt der Aufstieg. Genau. Und jetzt noch. Zieh dich hoch, ja, nein. Ah. So. Ah. Oh mein Gott. Ja, nein. Ja, es will nicht in meinem Schädel, dass ich immer noch hier bin. Ich war doch schon oben. Das ist ein bisschen wie bei Spec Ops The Line. Ne? So die richtige Wahl wäre, aufzuhören zu spielen, weil man nur schlechte Entscheidungen treffen kann. So. Immer diese intellektuellen Spiele. Oh, es ist so lächerlich. Es fühlt sich unfassbar gut an. Kann ich jedem empfehlen, getting over it. Noch Geld dafür bezahlen. Das macht doch echt beim Zusehen auch keinen Spaß, oder? Wenn ich jetzt auch immer noch später hier hänge, weil es sieht ja auch aus wie mit den Füßen programmiert. Aha. So, jetzt. Jetzt schmeiße ich mich richtig hoch und dann gehe ich nach links. Ja. Ganz langsam diesmal. Oh, meine Fresse. Komm. Nicht nochmal. Nicht nochmal. For Ja. years now, people have been Ja. predicting that games would soon be made out of prefabricated Ah. objects. Wer jetzt noch erwartet, dass ich jetzt mich ruhig hinsetze? So voll Adrenalin und heiligen Zorn und in Ruhe weiter zuhöre. So entspannt kann die Jazzmusik gar nicht sein. So. Hua. Oh, wie er sich immer abstößt. So. Und so. Und so. Und so. Und oh, Over time, we've poured beinahe. more and more refuse into this Beinahe. vast digital landfill Beinahe. that we call the internet. Trash becomes the new Als medium, vorhin. the lingua franca of the digital age. And you can build culture out of trash, but only trash culture. Der Hammer wird ausgestreckt nach da und jetzt gehe ich aber nach rechts. Und zwar, dass ich mich hier so langhangel.
Gut, dass man da nicht in die Lücke reinfallen kann. Ich hätte es ihm zugetraut. Gen X's Fanfic Novels, Scan Magazines, Green Screen Shia LaBeouf, Car Crash Epic Fail GIFs, Russian ja, die ganze Gesellschaft ist voller Müll. Also, ganz ehrlich, davor hat uns Kojima schon mit Metal Gear Solid 2 gewarnt. Dass irgendwann die sinnlosen Daten, die schützenswerten Daten total übersteigen. Und davor habe ich aber, bevor das Wort zum Sonntag kam in Metal Gear Solid 2, ganz, ganz am Ende, Bennett Foddy hatte ich ein richtig cooles Schleichspiel vorher. Weißt du? Und hier habe ich das. Was ist das für ein Kind? Ich kann mich... Do not stand at my grave and cry. Also muss ich ja offen... To live is to suffer. Ja. In this context, it's tempting to make friendly content. That's gentle. Jetzt bin ich im Amazon-Logistikzentrum gelandet. Why make something demanding if it just gets piled up in the landfill, filed in with the bland things? Ja, das wäre jetzt ja die zynische Perspektive. Vielleicht macht man ja einfach was, weil es einem selbst ein inneres Bedürfnis ist. Du hattest offensichtlich das innere Bedürfnis, Leute zu quälen. Und die Welt brennen zu sehen. Ach du. Hä? Ach du. Life is a mosaic of pleasure and pain. Grief is an interval between two moments of joy. Oh mein Gott. Nein. 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 Ja. Nein. Ja. Ah, ich weiß nicht, ob mein Verstand das verkraftet hätte. Puh. So, back on track. Wieder auf ins Amazon-Logistikzentrum. Es ist so furchtbar. Ich hab's bei dem anderen gesagt und konnte mich nicht dran halten, aber hier will ich mich dran halten. Ich werde nicht dort runterfallen. Nein, Spiel. Nein. Sorrow is my own yard, where the new grass flames as it has flamed often before, but not with the cold fire that closes round me this year. William Carlos Williams. Nein, 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 nein. Nein, nein! Nein! Oh, das halte ich nicht aus. Mit Ansage. Mit Ansage. Oh, von vorn. Ich fühle mich innerlich so tot. Ich fühle mich so tot, wie ich hier. Ich habe keine Freude mehr daran, mich hier hochzuschwingen. Das ist mir immer noch geblieben vorher. Hey, mein Lieblingsstein. Na, schon mal von einem Hammer zerschmettert worden. Natürlich. Natürlich bin ich da nochmal runtergefallen. Der Zorn ist auch nicht mehr heilig und feurig, einfach nur noch kalt. So eine Verachtung für alles hier. Ah. Schritt 1 kenne ich ja. Ich habe ein Déjà-vu. Warum nur? Zieh dich hoch! Du hast einen Job! Du hast deinen Hammer und damit ziehst du dich hoch, wenn ich die Maus nach unten reiße. Ist es so schwer? Und hoch und richtig hoch, genau. Ah, schon mal hier wieder. Ach, ist es nicht zum Kotzen.
Ah! Du schaffst das. Du und ich gegen Foddy. Foddy glaubt nicht an dich. Ich glaube an dich. Och. So wie er muss ich werden, der ist ja mal Zen. Da ist mein Nemesis-Abgrund in diesem Nemesis-Video. So. Ich bin nicht hier hoch, damit das ein zweites Mal passiert. Beim ersten Anlauf. Dass ich überhaupt noch mal hier hoch bin, das stimmt nicht mit mir. Es lässt einen halt trotzdem nicht kalt, weil es immer so knappe Dinger sind. So. Ich soll mich doch nicht ernsthaft über diese lächerliche Kamera da oben hochziehen. Dieses neue Hindernis regt mich, ich weiß nicht warum, es regt mich mehr auf, dass der sich immer mehr so ein Mist ausgedacht hat, als dieser Weg zurück den Berg hoch. Of all sad words, of tongue or pen, the saddest of these, it might have been. Ha, schon mal da dran vor. If you try to please audiences, uncritically accepting their tastes, it can only mean that you have no respect for Andrei Tarkovsky. Das eigentlich von der Versicherung hier gedeckt, wenn ich mir jetzt in einen Anfall von Raserei die Teetasse am Kopf zerhaue. Es wird mich brennend interessieren, wenn Anwälte unter euch sind oder so Versicherungsexperten. Born to lose. Ha. Ha, wie sympathisch. Wie nett. Warum nicht gleich ganz am Anfang? Don't hate the player, hate the game. Ice tea. Ice motherfucking tea, dein Ernst? Von mir aus. Einer der großen Gelehrten dieser Welt. Erinnere mich noch daran, dass das ja Lebenszeit ist, die ich hier investiere in dieses Spiel. Wie hat er sich jetzt da geschafft, so dahin zu katapultieren? Weißt du, manchmal fehlt ihm die geringste Kraft im Arm, was Gescheites zu machen, um sich hochzuschleudern. Aber das geht. Wir sind unterwegs zu einer Mission. Nein, 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 nein! For the sad old earth must borrow its mirth, but has trouble enough of its own. Ella Weaver Wilcox. Oh. Ich hab kein Tee mehr. Ich würde sagen, wir sind auf einer Mission, er und ich, mit seinem Hammer, um Blutrache zu üben. An Foddy. Aber ich fürchte, das wird nicht passieren. Genug ist genug. Dass ich das auch mal erlebe, dass mich ein Spiel so bricht. Ich meine, so bei Prügelspielen immer wieder gegen die Wand laufen und irgendwann es gut sein lassen, ja, aber dann wiederkommen wollen. Aber das, das. Nichtsdestoweniger hoffe ich, ihr hattet Spaß beim Zusehen und ich danke euch für euer Engagement.
bei der Weihnachtsspendenaktion 2019, damit wir im kommenden Jahr auch wieder mit viel Engagement für euch Inhalte machen können. Ich bin jetzt fertig mit diesem Inhalt. Ich bin fertig mit Getting Over It. Darüber muss ich jetzt erstmal hinwegkommen. Bis dahin, macht's gut!